Startplatz 11 für uns, damit habe ich nicht gerechnet, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Hier ist es ziemlich nass, wie wird es denn im Rennen sein? DC, Schumacher, die beiden Ferrari. Und wir jetzt schon auf der 11. 2,6 Sekunden vorm Herrn Teamkollegen. Auch nass. Nass, Himmel nur stark bewölkt, Regenwahrscheinlichkeit aber bei fast 50% und anfangs sogar nicht nur Nieselregen. Dann starten wir auf den harten Regenreifen. Wir machen weiche Regenreifen draus. In der zweiten Rennhälfte wird es trocken sein, dann ist es Quatsch mit einem vollen Auto loszufahren. Sieht nach Regenreifen aus. Beim Start, okay. Da auch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Michael Schumacher. Oh, da ist einer im Kiesbett. Eine Rotnasenspitze ist im Kiesbett. Und hier sind auf der 3. Was ging da vorne denn ab? Da wurde doch bestimmt gestupst. Aha, Barrichello. Oh, er dreht sich auch. Das habe ich nicht mitbekommen. BMW Williams kommen durch. Oh, dein Teamkollege auch gut. Plötzlich schaut mal hier vorne. Auf der 10. Minardi auf 3 und 10. Es ging ja fantastisch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das mit dem Wetter verhält. Ah, der Gang ist hoch. Michael Schumacher wird schon ungeduldig. Dabei ist es ja noch die Runde 1. Sehr schön, wenn die beiden sich streiten, dann freuen wir uns einfach. Michael Schumacher in Runde 1 einfach so überholt. Einfach so, naja. Minardi neben dem Ferrari und das nicht mal durch eine Berundung. Kann sich sehen lassen. Er scheint gerade ganz flott unterwegs zu sein. Michael Schumacher ist nicht weit weg. Der Minardi will eine weitere 1 draus machen. Aus 11 wird 1. Da hinten Michael Schumacher und Ralf Schumacher, die haben sich berührt. Michael Schumacher bleibt auf der 3. Oh, schnell ist der Rennrunde. Das kostet Zeit, da freut sich Michael Schumacher. Aber so richtig freut er sich da. Ah, jetzt hat er den Windschatten und die Innenbahn. Zum Glück ist er nicht schnell genug gewesen.
zum Dazumachen. Jawoll! So, Moment, jetzt will ich mir nochmal angucken, was da hinten zwischen den beiden Brüdern passiert ist. Ralf Schumacher hat Michael Schumacher angegriffen und angestupst, schätze ich. Und dann ging's ab. Was wäre im Thumbnail besser? Menardi gegen Ferrari zieht schon mehr, oder? Aber immerhin geht es hier um Platz 1 bei diesem Duell. Wenn er sich hier richtig reingeklemmt hätte, Michael Schumacher, dann wäre er an uns vorbei gewesen. Sieht aus, die Spiegelung sieht man schon hinter dem Hügel. Inwiefern können wir uns absetzen und was für Fehler mache ich, damit das so bleibt, dass wir auf der 1 liegen? Bin mal gespannt, wenn Michael Schumacher an Montoya vorbei ist, ob er uns dann richtig Einheitsgrade generieren will, eine Lücke zu Juan Pablo Montoya. Das war nicht gut, das war überhaupt nicht gut. Ralf Schumacher schon in der Kurve, wo wir gerade durch sind? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da liegt doch her. Doch, kommt hin. Oh. Dann hat er sich sofort wieder gedreht. Man hat ja gehört, wie der Motor aufgeheult hat. Aber hat nicht gedacht, dass er auch gleich sofort wieder losfährt. Dass er die Chance hat, weil da einfach Platz ist. So, Michael Schumacher ist neben dem JP. Und bleibt der UNZ bestehen? Nein. Panis? Oh, was? Scheiße. Dann halten wir gerade auf. Wir hatten Glück eben mit Runde 1 und etwas Chaos. Und der BMW im Regen funktioniert mal wieder nicht. Da kam wohl einiges zusammen, weswegen wir gerade auf der 1 liegen. Montoya immer noch hinter uns. Und ich hatte ja in der vorletzten Kurve einen dicken Hänger, da ist viel Zeit liegen geblieben. Insofern könnten wir vielleicht nochmal selbst eine Bestzeit markieren. Jetzt ist der Ferrari hinter uns. Jetzt wird er, denke ich, auf die Lücke zufahren. Da schon gut zu Michael Schumacher, aber ich habe das Gefühl, der ist schon etwas näher gekommen. Zu viel Gewalt. Ich will ja auch schnell fahren. Der kommt näher. Mann. Gönnt uns aber auch gar nichts. Der wird auch die schnellste Rennrunde markieren, ganz sicher. Wir werden nicht schneller sein, als er erst diese Runde näher gekommen. Oh Mann. Was? Michael Schumacher auch nicht? Das wundert mich jetzt aber.
Unser Problem ist, wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Ohne 51? Das ist aber kacke. Wenn das mit der Strecke doch nichts wird, dann müssen wir von Regenreifen auf Regenreifen wechseln. Also wenn das mit der Abtrocknung nichts wird, so wie ich mir das gedacht habe, nach Minute 30. Da ist schon über die Hälfte des Rennens vorbei. So, am Beginn sollte es ja auch gut regnen, dann nur Nieselregen geben. Aber eine 1,51 ist richtig übel. Aus dem Rennen, der Herr Heidfeld. Jetzt kostet es uns beide wieder Zeit, damit kommt Platz 3 näher. Ob gleich noch wer die Bestzeit vom Schatten toppt? Böse wär's. Hinter mich schon mal eine riesen Lücke. BMW Williams ist einfach wieder zu schwach im Regen. Sieht schon fast ganz schön sonnig aus. Mit dem Blick auf die Wolkendecke eher nicht, aber gelbe Flagge, hier ist der Heidfeld-Ausfall. Jung in der Box, da fährt ein Hinterrad. Guck ich jetzt aber nicht nach, ich muss mich auf Michael Schumacher konzentrieren. Eine 51er, wir fahren eine 55er. Michael Schumacher verbessert die Bestzeit nicht. Hat Kurvenart abgekürzt oder was? Da höre ich andere Autos auf die Kurve 1 zufahren. Ja, da sieht man einige. Oh Mann. Der ist nicht weit weg, das hört man. So viele Einsen, so viele Sieben unten unterm Display vom Lenkrad. Die Zwischenzeit bestand nur aus Einsen und Sieben. Oh, das ist Panis. Dann kommt, glaube ich, ein Sauber auf der 3. Der ist gar nicht so weit weg, der Franzose. Da hinten sind zwei Autos. Der ist immer noch am Abschleppen. Ja, mit einem Hinterrad dauert es länger, weil das Ding sich in den Boden gräbt. Diese Hinterradaufhängung. Interessant, dass er noch nicht ernsthaft angesetzt hat, dass er dafür dann doch zu langsam ist. Bei freier Fahrt denke ich, würde er uns schnell davonfahren, aber er schafft es gerade nicht an den entscheidenden Ecken. Na, genug dran zu sein. Panis kommt deutlich näher an die Sauber oder der auf der 4, den ich als Sauber erkennen will, der kommt auch deutlich näher. Das war's wohl mit Platz 1. Ja. Schade, ging viel zu einfach. Ein kleiner Fahrfehler und da ist schon der nächste, der vorbei will. Die Innenbahn, scheiße.
Boah, was machst du denn da so langsam? Sauber und beide Jordan habe ich da, glaube ich, auch noch gesehen. Michael Schumacher freut es gerade. Oh, ein BMW Williams ist da auch noch. Ah, untersteuern, ich komme überhaupt nicht um die Kurve. Innenbahn muss zu sein, die Innenbahn muss zu sein. Wie der sich einfach vorbeibremst, kann aber nicht wahr sein. Jetzt nicht berühren, bitte nicht. Wir wollen diesen Platz, diesen Podestplatz aktuell nicht verlieren. Nicht berühren, habe ich gesagt. Was macht er denn? Kommt er nach außen? Einer vorbei. Zweite nicht. Fällt er eher an uns rein. Oh, der wird aufgehalten. Der Villeneuve. Ne, Moment. Das ist ja Panis. Der hat es ja im letzten Sektor probieren wollen. Jetzt bitte nicht in uns rein kacheln. Das wäre sehr schön. Nein, jetzt fahren wir da rein, aber vorbei. Freut den Jordan sehr, 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 weil er sich einen Vorsprung rausfahren kann. Vielleicht einen Vorsprung groß genug, um auf den Podestplatz ins Ziel zu kommen. Was mich gerade echt wurmt, dass wir nochmal rein müssen, aber mit einem schweren Auto wäre das hier bedeutend schwer. Und da in sich. Ja, wer hat denn das gemacht? Ralf Schumacher schon auf der 4. Gut von 9, der war nicht weit hinter uns. Und dann hat er die ganzen Situationen, die wir in den letzten Kurven hatten, einfach genutzt, um vorbeizufahren. Nicht vorbeibremsen, das finde ich nicht schön. Oh, da kommt er auf einmal nach rechts gezogen. Nicht unten ins Rein, bitte nicht. Spät gebremst. Scheiße, scheiße, scheiße. Das kostet zumindest einen Platz. Ja, vielleicht sogar zwei. Aktuell sind wir Vierter, aber ich sag, hey, was wollen wir mehr? Wir haben diese Saison schon was Silberes mitgenommen und wir lagen sogar außerhalb von Runde 1 auf der 1 im Minardi. Also besser kann eine Saison ja kaum noch werden. Ist ja schon das Höchstmaß der Gefühle. Das Blöde wird sein, selbst wenn es trocken wird, das wird nicht in den nächsten Runden passieren. Sprich, wir werden von Regenreifen, denke ich, auf Regenreifen gehen müssen. In spätestens 8 Runden müssen wir rein. Da habe ich zu viel offen gelassen.
Mein Fehler. Okay, das ist hinter uns. Wo kommt denn der Jordan her? Was macht er denn da? Ich hab nicht gesehen. Das sind die beiden BRR vorne. Der Jordan ist mit dem Kies, schätze ich. Ja. Der bremst zu spät. Also hätte die Kurve auch voll bekommen, aber er bremst grundsätzlich zu spät. Und ich konnte ihn... Ja, man hat ihn mal kurz gesehen, aber ich hatte nicht auf dem Schirm. Der war ziemlich verdeckt. Scheiße. Mir hätte es spätestens, als der BRR so komisch ausgewichen ist, auffallen sollen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und es war zu spät. Oh, Mann, ey. Vielen Dank auch. Da außen vorbei, ja? Naja, in. Nee, noch gar nicht, aber jetzt. Da ist ein Benetton auf der Elf. Das denkt auch nur er, dass das. Oh, das wollte ich nicht. Komm, fahr vor. Der ist im Kies, okay, das. Ah, Kacke. Die Berührung war nicht gewollt. Ich wollte klar an ihm dranbleiben, aber das Berühren... Oh. Er verliert komplett die Kontrolle, Mist. Das war jetzt richtig blöd. Jetzt haben wir jemand auf die 9. Schafft er jetzt auch. Nicht drehen. Der ist noch nicht gerettet. Ah, der kommt hier zu gut durch, das wird nix. Jetzt sieht es schon ziemlich freundlich aus, aber die Strecke trocknet noch keinen Hauch ab. Sieben Tankrunden haben wir noch. Hinter uns wieder ein Jordan. Michael Schumacher ist da schon mit Zufahrt auf die letzte Kurve zu sehen. Ein Jordan hinter uns, einer auf der 2. Alesi auf der 2. Interessant, der Bennett ist auf der Geraden stärker als der Jordan. Das war letzte Runde. Den musst du korrigieren. Das war in der letzten Runde zu sehen. Im Vergleich zu jetzt. Ich muss kurz laufen, ich muss in den Windschatten und rechts vorbei. Links schaffe ich das so einfach nicht. Aber die Außenbahn für die nächste Kurve war gar nicht verkehrt.
das Rücklicht hinter dem Heckflügel ist. Wieder zu schnell. Hinter uns kommt gerade nix. Barrichello jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Barrichello hat sich doch beim Start gedreht. Dann ist der gerade weit hinten. Und teuer an die Box. Oder sich Inters? Weil Boxenstopp-Zeit ist noch nicht, vielleicht hat er ein technisches Problem. Hätten wir gleich mal gucken, welche Reifen er aufzieht. Wenn er Inters aufzieht, dann könnte uns das ja helfen. Weil wir ja sowieso bald rein müssen. Ich denke aber, dass er... Oh nö, der Teamkollege aus dem Rennen. Dass er ein technisches Problem hat, weswegen an die Box kommt. Ansonsten würden jetzt schon mehrere an die Box kommen. Kein technisches Problem. Barrichello doch auf der 4. War gerade was Trockenes zu sehen? Ja, hä? Das war doch gerade eben noch nicht bei... Das war der Wiederholung, oder? Ich meine, das war... Ja. Ich sollte mir mehr vertrauen. Da war nix auf Startziel. Ich lasse mich da gerade wieder verunsichern. Das ist doch gerade nur in der Wiederholung gewesen. Der 18. Wir haben ihn auf die 18 katapultiert. Scheiße. Was ist mit deren Reifen? Das sind doch auch Regenreifen. Blöd. Ich mich gefreut, wenn die Inters aufgezogen hätten. Da ist der Teamkollege. Kommen Sie in dieser Runde an die Box. Warum sind jetzt doch Inters auf? War das so angekündigt? Ich habe nicht darauf geachtet, welche Runde wir reinkommen sollen. Das werden wir jetzt auch nicht sehen, welche Reifen er aufzieht. Das sind auch Regenreifen. Scheiße. Nee, Inters. Geil. Hören wir die auf erstmal. Wie die Reifen erstmal schon aufs Profil. Mal in die andere Richtung gezeigt haben. Gut, dann kommen wir rein. Zu
sind wir jetzt auch schon hinters auf. Wenn das Ferrari macht, ich meine, damals strategietechnisch Spitzenklasse, dann müssen wir das auch. Wenn Jeff hat das ja auch geahnt. Wahrscheinlich hat er ja rübergelort zu Ferrari, hat gesehen, oh, die packen Inters aus. Das machen wir auch. Die Mischmaschbedingungen könnten uns sehr zugute stehen. Rot ist neu. Nein. Nicht Monsun, falsche Richtung. Puh. Gerade noch rechtzeitig ausgewählt. Nee, die Reifen sind in Schmutz. Vielleicht sind ja bloß die Bridgestone Inters super. Schlecht fühlt sich's gerade nicht an, das ist schon mal gut. Heißt aber auch noch nichts, wobei das Gerutsche hier ist stärker. Wir werden ja sehen, ob der Vordermann uns näher kommt oder verschwindet. Fühlt sich gar nicht schlecht an. Nach der ersten Rutscherei hätte ich das jetzt nicht gedacht. Jetzt nicht alles verschmeißen. Häkchen in der Box. Elektronikprobleme, wir müssen wieder rein. Nein! Elektronikprobleme hatten wir noch nie. Oh Mann, das schöne Rennen, jetzt ganz schön verkackt. Oh, wenn der Motor jetzt abbraucht, weil wir im Drehzahlbegrenzer fahren. Wobei, Drehzahlbegrenzer kann man das nicht nennen. Schaut mal auf die Schaltlämpchen. Aber der Motor hält halt auf 92 Grad. Okay, da geht nichts hoch. Das ist doch ärgerlich. Ich meine, gut, wir waren außerhalb der Punkte, aber das wäre jetzt nochmal interessant geworden, so als früher Inters-Stopper. Naja, gehört halt dazu. Ich hätte ja gern mal einen Radverlust. Wobei, das muss nichts heißen. Elektronikprobleme, dann kann ja auch die Anzeige kaputt sein. Wir sind doch jetzt hinter Platz 15. Dann stimmt vielleicht auch die Temperaturanzeige nicht. Nein. Ja. Erster Gang. Los. Kurz das Auto neu gestartet. Weiter geht's. 102 Grad. Mal ein Zehnter aktuell. Zwei sind schon ausgeschieden, Heidfeld und der Teamkollege, und da ist Platz 19 neben uns. Grüne Bremsscheiben hatte er. Am Ende sage ich mir aber dennoch, lieber heute als bei einem Rennen, wo wir noch richtig gut unterwegs sind. Wobei es natürlich trotzdem ärgerlich ist, weil ich gespannt war, wie wir jetzt unterwegs sein werden gegenüber der Konkurrenz. Mischmaschbedingungen liegen uns ja doch eigentlich. Nicht immer, deswegen das eigentlich, aber ach, keine Flagge. Schon weg. Ach, ist der Herr Benetton abgeraucht? Nee. Das war eher, das ist ein BMW Williams. Ja. Ralf Schumacher. Oh, wir liegen schon eine Runde zurück. Gut, wundert mich nicht. Wir sind ja ziemlich lahm an die Box gefahren und ein Boxenstopp mehr. Und Michael Schumacher war ja, als wir die beiden Rechtskurven passiert haben, ja schon längst auf Start hier. Oh nee.
sehen uns zu meinen Teamkollegen. Jetzt sind wir fahrender Letzter. Und oh, der kommt rein. Schade, keinen mehr zum Duellieren. Der fährt Regenreifen. Meine ich zu sehen. Ich muss mal wieder auf die Start-Ziellinie achten, ob da was abgetrocknet ist. Womöglich war das, lass mich nicht zu sehr beirren, einfach nur in der Wiederholung. Und die Strecke glänzt nicht mehr so sehr. Die Pfützen verschwinden leicht. Wie weit Thomas Enke vor uns ist, schlimm. Gut, ein paar Kiesbetten. Ein paar Kiesbetten haben wir mitgenommen. Mindestens zwei und halt einen Boxenstopp mehr. So, Startziel. Da ist nichts trocken, das war nur eine Wiederholung. Sekunden, mal gucken, wie stark wir näher kommen. Auf der 7 liegend. Nicht schlecht. Immer noch 9,4. Ist aber nicht gut. Hier wirkt sehr freundlich. Der Himmel ist da auch sehr blau. Mist, der fährt uns sogar weg, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja richtig doof. An sich sind wir gerade in der letzten fahrenden Reihe, aber es zählt doch nicht, oder? Na doch. Zwei sind ja schon ausgeschieden, der Teamkollege und der Herr Heidfeld. Ein Ferrari will vorbei.
Das wird dann, denke ich mal, Barrichello sein, oder? Wobei, der war auf 4 und uns hat er schon BAR überholt. Michael Schumacher wird uns aber noch nicht ein zweites Mal überholen, das ist nicht... Nee, nicht möglich. Auf der langen Geraden kann er vorbei. Oh, was ist hier los? Hier war was los. Der Gelbflaggenmann rennt weg. Da ist ein Auto vor uns. Thomas Enger, aha. Der BRR ist auch nicht weit weg hinter Barrichello. Da ist er. Wenn wir den Tschechen bekommen, dann sind wir nicht mehr in der letzten fahrenden Reihe. Vielleicht fährt er uns aber auch davon. Das Gefühl, der Tscheche fährt uns davon. Button ist noch nicht hinter uns zu sehen. Da der mal 41 Sekunden Rückstand. Der will auch gar nicht vorbeischauen, der Button. Ich bin nun 60 Sekunden hinter uns. Ah, du Arsch, fahr doch vorbei, wenn ich da schon Platz mache und du unbedingt da in Angriffsmodus gehst. Mann. Es geht zwar um nicht viel, aber ich will weg von dieser letzten fahrenden Reihe. Genau, zieh direkt vor uns wieder rein, du Nuss. Den Tschechen, denke ich, bekommen wir doch, wenn wir uns anstrengen. Risiko schon wieder? Macht er jetzt einen auf Trockenreifen oder was? So wird das nichts mit dem Tschechen. Die Ideallinie aber auch überhaupt nicht hervorkommen möchte. So trockenheitmäßig.
17. Das kann man doch nicht nur mit Überrundung erklären. Ich meine, ich hatte in der Zwischenzeit auch eine und sogar einen Ausritt. Der hat andere Probleme. Aha, Trockenheit bei Stadtziel. Jetzt dann doch. Siebener Abstand, ich glaube, der ist wieder kleiner geworden. Aber es bleiben nicht mehr viele Runden, das sieht gerade nicht gut aus, ihn zu bekommen. Weil die Runden nicht mehr ausreichen, schätze ich. Aber aufgegeben wird nicht, ich versuch's. 5, 7, Button jetzt über den 26,3 Rückstand, der macht ja jede Runde fast 10 Sekunden. Schlecht, nicht gut, sondern schlecht. Wasserwolke zu sehen gewesen. Ah, das war nicht gut. Wird die Ideallinie größer? Nee. Vier Zehntel ist viel zu wenig. Aber klar, sauber war die Runde auch nicht. Da ist noch mehr drin. Aber am Ende werden die Runden nicht ausreichen. Sind weitere Fetzen verschwunden. Der Asphalt, der glänzt wieder etwas weniger. Button ist noch nicht über die Linie. 5,3er Abstand war das, ja. Dann hat ein Button noch überrunden, so wie es aussieht. Wirklich 10 Sekunden pro Runde. Der guckt einfach nur rum, wenn wir sogar 10 Sekunden schneller als er sind. Oh Mann, ist nicht gut für ihn. Trockenheit, etwas mehr Trockenheit. Na, das schaffe ich nicht. Bei weitem nicht. Wir hätten beim letzten Stop auch etwas weniger Sprit mitnehmen können. Trockenheit und ich verpasse erstmal die Diagonale.
Ich mag das, wenn die Ideallinie abtrocknet. Das ist sowas Cooles im Grand Prix 4. Wir sollten jetzt unbedingt auf dieser fahren. Das macht uns nämlich schneller. Da werden die Bestzeiten jetzt nach und nach purzeln. Oder die Bestzeit immer. Ne, also der Dunkelblau, das wird nichts mehr ohne weiteres. Button, der könnte schon gerade vor Thomas Enge liegen, habe ich das Gefühl. Das kommt hin, oder? Der liegt gerade wirklich direkt vor Thomas Enge. 47,7, knapp daneben. Gute 8 Sekunden. Nochmal eine Zehntel schneller. Vier Runden und der Rest von dieser. Wir als Lama 19. überrunden unseren noch viel, viel lahmeren Hintermann. Der ist ja richtig langsam, aua. Oh, da werden zwei Runden. Das ist aber nicht der erste, das wird mich euch schon mal weiterhin sagen. Der Tschech ist jetzt richtig weit weg. Der Stadt C ist jetzt nochmal etwas trockener geworden und der ist gerade in Kurve 1 eingebogen. Der Tomasch. Der Schott der Welt vorbei. Schafft er hin nicht, weil er zu weit weg ist. Dabei fährt er pro Runde gute 8 Sekunden schneller als wir. Er schafft es einfach nicht vorbei. Wobei, jetzt könnte er angreifen. Ja, jetzt schafft er es. Sind es noch 3 Runden. 9,4 Button, 1,50 hinter uns. Ein Jordan hinter uns. Oh, 52, nur noch 5 Sekunden langsamer als der David. Verstappen ist wieder vor uns. Interessant. Der ist uns ja mal davon gefahren und dann hatte Thomas Enke, denke ich, einfach mal einen Fahrfehler. Dann ist Thomas Enke wieder an Verstappen vorbeigefahren.
Sekunden davon ist er schon. Pro Runde 2 Sekunden schneller, das wär's ja. Wobei wir fahren noch etwas mehr als 2,5 Runden, das geht, denke ich, überhaupt nicht mehr auf. So viel schneller sind wir dann doch nicht. Mal wir noch überrunden müssen, überrunden lassen müssen, muss er zwar auch, aber es gibt sicher nichts. Kommen aber ganz schön stark näher und dabei hat er noch gar nicht vorbeigelassen. Das wird noch, denke ich. Mit Verstappen sind wir die letzte fahrende Reihe los. Der Jordan darf erst auf Stadt C vorbei. Wie war das mit auf der Teamkollege. Wie war das mit auf der Ideallinie fahren? Auf der Geraden ist es nicht so wichtig. Der fährt auch neben der Ideallinie. Auch wenn da gerade keiner zumindest trocken zu sehen ist, aber der fuhr auch zu weit rechts, wenn man das so sehen möchte. Vorletzte Rennrunde. Außer ich habe was nicht mitbekommen, wir wurden doch zweimal berundet. 2,7er Abstand. Über 3 Sekunden aufgeholt. Das ist nicht wahr, ne? Da kommt ein BMW Williams an. Bin zuversichtlich, den Verstappen bekommen wir. Ein Auto mit En Fuego, der Unterboden. Den Gewehr holen, bevor wir jemanden vorbeilassen. So sieht es nämlich gerade aus. Oder auch nicht. Jetzt kann der aber nicht vorbeifahren, weil der Verstappen bremst. Da muss er sich gedulden. 46,6. Tut mir ja leid, aber der Aeros ist gerade wichtiger. Er fällt auch ziemlich weit außen. Jetzt überholen wir ihn. Den Affensitzfahrer, wenn er nicht... Mann, ich hätte auch links vorbei sollen. Wenn er nicht zumachen würde. Die Rotnasenspitze wird sich auch denken, hört doch mal auf mit dem Scheiß. Blaue Flaggen und so. Letzte Runde. Den werden wir die Sonne noch vorbeilassen, womöglich nach der Doppelrechts. Ne, sieht nicht so aus. Zu weit weg, dann eher auf der, in Anführungszeichen, Gegengeraden. Vor der letzten Kurve. Was macht er denn? Na, dann will er halt nicht vorbei. Klares Anzeichen, was er da abgibt.
Schade, nur Platz 18 für uns, aber nicht in der letzten Fahnenreihe und ja, strategiemäßig richtig unterwegs gewesen, anfangs ziemlich weit oben unterwegs gewesen, Wolke 7 herum geschwommen, das war schon cool. Leider kam dann ein Jordan dazwischen und dann habe ich auch zweimal ganz schön gepatzt, aber am Ende, ja, kamen ja auch noch Elektronikprobleme hinzu, die uns ja auch noch einen zweiten Boxenstopp beschert haben. Halbe Minute, Michael Schumacher vor Rubens Barrichello, Alesi auf der 3, sehr schön für ihn. Ralf Schumacher, Olivier Panis und auch Jacques Villeneuve, beide BRR in den Punkten, stark. Häkkinen, Trulli, DC, Kimi, Fisico, auf der 11, super Ergebnis. Irvine auf der 12 auch sehr gut für Jaguar, Benoli auf der 13 ebenso, Montoya auf der 14, De La Rosa, Frenzen, Thomas Enge, wir Verstappen, Button Jung hat Bremsprobleme bekommen. Altfeld, ja, da fehlt ein Hinterrad, das rechte Hinterrad mindestens. Beste Runde. Der Abfall hier zwischen Häkkinen und De La Rosa auf der 6. Fisico auf der 2. Gut, er war auch zweimal drin. Hatte besonders frische Reifen. 17. mit 5,8. Ja, der hat ja noch Regenreifen drauf, der Alex Jung. Ferrari punktet viermal so viel wie das zweitbeste Team Jordan. Michael Schumacher 20 Punkte, Barrichello 10. Doppelter Vorsprung. Doppelte Punktzahl von Michael Schumacher gegenüber Barrichello. Und wir werden da aufgezeigt. Das ist sehr, sehr wichtig und schön. 30 zu 9 Punkte. Und Minardi hat halt 2. Das ist so schön anzuschauen. Mal gucken, was in Brasilien gehen wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.